Hallo und herzlich willkommen zum Tony Auto Gear. Im heutigen Video geht es um die Batterie Ampere-Time 200 Amperestunden, 12,8 Volt, 2560 Wattstunden. Wir werden sie mal heute unter einen größeren Test mal ausprobieren. Wir werden ein paar Sachen, Haushaltsgeräte testen. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. So, wie ihr sehen könnt, die Batteriespannung beträgt 13,4 Volt. Das zeigt mir der der Wechselrichter, und die App zeigt mir 13,35. Also das haut in etwa hin. Also diese App-Steuerung funktioniert gut. Bis jetzt bin ich damit zufrieden. Und jetzt werden wir mal einen Test machen. Und zwar, wir werden so ein Bosch Toaster nehmen und stecken den kurz hier an und werden uns ein Toast toasten. Also der Toaster braucht 900 Watt, die Batterie ist angeschlossen, wir achten dann quasi hier mal auf die Spannung und drücken jetzt drauf. Der Wechselrichter läuft an. Die Spannung geht kurz zurück auf 12,7 Volt. Heizt schon ordentlich. 12,6. Schauen wir mal, was die App zeigt. Die App zeigt mir jetzt 12,99, eine kleine Differenz, 12,7, 12,9. Also ich muss sagen, ich tue diese Ampere-Time-Batterie testen seit Wochen. Und mir ist nichts Negatives aufgefallen. Das Einzige, was ich vielleicht bemängeln könnte, aber ich meine, bei diesem Preis sollte man das nicht, und zwar ist das BMS, dass es nicht Bluetooth-fähig ist. Aber deswegen habe ich mir so ein Bluetooth-Batteriemonitor gekauft und für 29 Euro, und damit funktioniert es auch. Ansonsten, die Batterie funktioniert top. Ich habe ein Kapazitätsmessung vorgenommen und herausgefunden, wenn ich alles richtig gemacht habe, dass ich aus der Batterie quasi statt 200 Amperestunden ca. 220 Amperestunden herausnehmen konnte. Also die hat ungefähr 10% mehr drinnen, als sie angegeben ist, und ich muss sagen, top. Die Zellen, sind sehr gute Zellen, also vom Marktführer. So sieht es jetzt Toast aus, ist fertig, also das hat gar kein Problem gemacht. Die Batteriespannung geht wieder zurück auf 13,3. Jetzt können wir das hier kurz ausstecken. Und jetzt probieren wir mal das nächste. So, jetzt werden wir das hier probieren, und zwar die Kaffeemaschine von Saeco. Wir stecken sie mal kurz ein. Und machen Sie kurz an. So, die geht kurz an. Der Wechselrichter auch. Die heizt auf. Ist alles angeschlossen. Ich habe nur ein Problem mit diesem Wechselrichter. Kann ich Sachen nur testen bis 2000 Watt. Ich schaue mir mal vielleicht etwas bei der Firma Ciao. Vielleicht hole ich mir von denen irgendwas, dass ich quasi Geräte benutzen kann, auch die ein bisschen mehr Kraft brauchen, weil die Batterie unterstützt bis 2560 Dauerlastentnahme. Weil diese Batterie hat ja 200er BMS,
Die kostet knapp 100 Euro mehr wie die normale 200 Ampere Batterie. So, Spülgang ist fertig. Ich zeige euch kurz mal, also das hier ist fertig. Ich schalte mal kurz an. 13, also 12, so. Die Batteriespannung hat sich wieder erholt. Und wir gehen jetzt, machen wir mal einen Espresso. So, die Ausgabe läuft, wie ihr sehen könnt, und die Spannung ist bei 12,3, 12,2. So, Produkt entnehmen. Und jetzt lassen wir nochmal eins raus. So, wie ihr sehen könnt, wir machen uns jetzt quasi zweite Kaffee. Das funktioniert auch. Ich finde das hier quasi eine gute Alternative für zum Beispiel Stromabschaltungen, Stromausfälle oder im Campingbereich. Einfach mit so einer Batterie von Ampere-Time kann man viele Sachen im Haushalt betreiben. So sieht Kaffee aus. Jetzt probieren wir nochmal vielleicht etwas. So, jetzt werden wir probieren, den Wasserkocher zu betreiben, aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen, weil der Wechselrichter nur bis, glaube ich, 2000 Watt geht und der Wasserkocher braucht ca. 2,2. Schauen wir mal, was passiert, ob das klappt. Das sieht nicht gut aus, aber wie gesagt, das liegt nicht an der Batterie, das liegt am Wechselrichter. Die Batterie kann das auf jeden Fall unterstützen. So, jetzt sind wir bei 11,5 Volt. Es tut sich schon was, kocht schon langsam. Wir sind bei 11,4. Ich denke, wir sind kurz vor fertig. Also die Batteriespannung ist noch gut. Weiß ich nicht, nur was der Wechselrichter, was der Wasserkocher zu. Okay, also es hat funktioniert. Also Wasser zum Kochen haben wir es auch gebracht. Ich muss sagen, diese Batterie von Ampere Time funktioniert sehr gut. So, jetzt werden wir den Test machen mit der Ampere Time 2560 Watt Batterie von Ampere Time, und wir lassen die Waschmaschine in Verbindung mit einem Wechselrichter laufen und schauen, was passieren tut. So, jetzt lassen wir mal den Wechselrichter laufen und jetzt stecken wir die Waschmaschine aus und stecken sie hier ein. Machen wir das hier und starten das Programm und schauen, ob mein Wechselrichter das überhaupt schafft. Die Batterie von Ampere Time sollte eigentlich ohne Probleme das packen, weil die unterstützt bis 2560 Watt Dauerentnahme. So, jetzt schauen wir mal, was sich tut.
ob das auch funktionieren wird, weil mit diesem Video möchte ich euch zeigen, dass in Verbindung mit solchen Batterien von AmpereTime mit dieser Lithium-Eisenphosphat-Batterie 200 Ampere und mit BMS auch 200, dass man viele Sachen im Haushalt in Verbindung mit einem guten Wechseldichter laufen lassen kann. So, der Waschmaschinentest war auch erfolgreich. Das hat halt 1 Stunde und 34 Minuten gedauert. Es funktioniert sehr gut. Ihr müsst halt nur achten, dass eure Wechseldichter auch diese 200er BMS unterstützen, auch die Geräte und die Batterie funktioniert tatenlos. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare. Ich kann diese Batterie weiterempfehlen. Funktioniert tatenlos. Bis jetzt schlägt sie sich richtig gut. Ich tue sie seit Wochen testen. Also Empfehlung von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Toni. Ciao.